Die Tarifverhandlungen zwischen den Chemiearbeitgebern und der Industriegewerkschaft Bergbau Chemie Energie sind auf Bundesebene vertagt worden. Bei den Gesprächen im Frankenthaler Kongresszentrum erklärten die Arbeitgeber, dass die Chemiebetriebe vor einem schwierigen Jahr stünden. Die Forderungen der Gewerkschaft seien nicht bezahlbar. Die wirtschaftliche Entwicklung, die wir für das Jahr 2012 erwarten, ist Nullwachstum oder eine leichte Rezession. Deswegen sind wir auch bezogen auf die Erwartungen, auf die Forderung nach 6% Tariferhöhung vollkommen anderer Auffassung und fordern eine sehr viel größere Realitätsnähe, als das dieser Forderung entspricht. Auch Europas Schuldenkrise wirkt sich in der Chemieindustrie bei einem Exportanteil von 68% negativ aus. Viele Firmen beklagen stark schwankende Auftragseingänge. Zusätzlich werden die Chemieunternehmen durch steigende Rohstoff- und Energiepreise belastet. Wir sehen auch, dass wir in Deutschland die höchsten Strompreise bezahlen im Vergleich zu unseren konzernintern, zu den anderen Werken in Europa. Noch dazu, die Gaspreise orientieren sich momentan an Ölpreis und sie steigen auf dem Terminmarkt dieses Jahr um die 30%. Ein weiterer Schwerpunkt der Tarifverhandlungen, die demografische Entwicklung. Das Durchschnittsalter der Chemiemitarbeiter liegt derzeit bei 43 Jahren und wird immer höher. Alternde Belegschaften, fehlender Nachwuchs und sinkende Schülerzahlen werden auf Dauer auch zu einem finanziellen Problem für die Betriebe. Wir brauchen mehr Flexibilität bei der Arbeitszeit. Uns geht Arbeitszeitvolumen verloren durch altersbezogene Regelungen, durch Entlastungen in bestimmten Lebensphasen und wir bekommen immer weniger Nachwuchs. Aus dem Grunde muss es Möglichkeiten geben, die Arbeitszeit nach unten, aber auch nach oben zu verlängern. Flexibilität ist hier das Gebot. Hier müssen wir dringend Lösungen finden. In Frankenthal hatte die Tarifrunde für Rheinland-Pfalz begonnen. Die Gespräche auf Bundesebene starten am 7. Mai in Hannover.